Ja, hallo. Ich stelle dir mal eine Frage. Was wäre, wenn all das, was du glaubst zu brauchen, zu suchen, hoffst zu finden oder verloren hast oder glaubst zu besitzen und lange besitzen wirst oder auch weiterhin besitzen möchtest und Angst hast zu verlieren? All das, von dem du denkst, dass du es erarbeitet, gefunden, erworben, verdient hast, wenn all das du selber bist. Was, wenn all das, was wir glauben zu finden als Ding, als Sache im Äußeren, in der Welt, die uns nicht das gibt, was wir verdient haben, oder wir glauben, sie gibt uns nicht das, was wir verdient haben. Und deshalb suchen, immer wieder auf der Suche nach Antworten sind, nach dem Warum. Warum ist das so? Warum geschieht jenes? Wieso passiert mir das? Und all die Dinge. Wenn es einfach nur eine Antwort gäbe, nur eine einzige Antwort auf all diese vielen, vielen Fragen, nämlich die Antwort, du. Du bist die Quelle all dessen. Oh, wir wissen alle, dass das wahr ist. Wir wissen alle, dass Psychologen, Therapeuten, Coaches immer wieder sagen, ja, du bist die Ursache für deine Probleme. Du hast selber daran mitgearbeitet. Du bist selber verantwortlich. Das verstehen wir intellektuell. Aber wir verstehen es immer noch so als Auslöser von irgendwas. Wir verstehen das als derjenige, der es in die Welt trägt, entweder im positiven oder im negativen Sinne und dafür jetzt die Rechnung präsentiert bekommt. Die Rechnung, die wir nicht bezahlen möchten, die, von der wir denken, dass sie ungerecht zugestellt wurde und deshalb verzweifeln, wenn die Nachrichten nicht so gut sind, wenn das, was uns geschieht, wenn das, für das wir uns verantwortlich fühlen, nicht dem entspricht, was wir uns wünschen. Immer dann, wenn wir positive, tolle Dinge gemacht haben, wenn die Welt jubelt, wenn man sagt, hey, das ist toll passiert, sowas passiert dir, dann sagen wir, ja, ja, ich habe dafür gearbeitet, ich bin auch an selber beteiligt, ich bin dafür verantwortlich, ist mir völlig klar. Nur in dem Moment, wo genau das Gegenteil passiert, suchen wir reflexartig die Verantwortung bei anderen. Woran liegt das? Ja, es wurde uns so beigebracht, weil wir wurden vielleicht für Dinge, die nicht gut sind, die nicht so besonders erstrebenswert waren oder nicht populär waren, wenn wir die begangen haben, als Kinder schon bestraft. Wir wurden nicht dafür gelobt, zu sagen, ja, du hast dich vertan, du hast bist gescheitert, du kannst von vorne anfangen, gib nicht auf, bleib dran. Wie ein bekannter Speaker, den ich kenne, mal sagte, dessen Motto genau das ist und was ich super finde, bleib dran. Aber wir suchen immer wieder die Schuld oder wir haben gelernt, nach Schuld zu suchen. Wir suchen aber immer, um es schwächer zu sagen, abgeschwächter zu sagen, die Ursache bei anderen, in der Welt da draußen. Was ist denn, wenn die Welt da draußen, so wie sie ist, nichts anderes ist als du selber, als das ganze Ding, was du bist? Du nimmst dich als dieses kleine Persönchen wahr. Und damit bist du nicht alleine. Es geht jedem so, es geht mir auch so. Deswegen ist es wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen. Das, was in Meditationen beschrieben wird oder bei Kontemplationen, wenn Menschen sagen, geh nach innen, fühl dich selber, fühl das Wesen in dir. Damit ist nichts anderes gemeint, als einfach die Tatsache zu erkennen, endlich zu erkennen, dass all das, was geschieht, nicht durch dich, sondern als dich, als du passiert. Ja, das ist schwer zu verdauen. Das ist ein Gedanke, der uns irgendwie sehr fern ist und deswegen schluckt man den auch nicht leicht. Und bitte tut mir einen Gefallen, schluckt den nicht. Denkt drüber nach. Verzweifelt meinetwegen daran. Und fühlt mal, ob der nicht genauso wahr sein könnte wie all die anderen Gedanken, von denen wir so unhinterfragt annehmen, dass sie stimmen. Nämlich, die Welt ist so, die Welt tut das. Ich bin hier, ich habe keine Macht oder ich habe alle Macht, ich kann alles erreichen, ich bin der Größte im Universum, ich bin so groß wie der Sonnenuntergang in Hawaii. Nein, der Sonnenuntergang in Hawaii, der findet nur statt, weil du ihn wahrnimmst. Du, wir alle als jedes einzelne Wesen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt so ein ziemlicher Knallertext von mir. Bestimmt nicht für jedermanns Geschmack und auch nicht jedermanns Genre und schon gar nicht akzeptabel für jedermann, aber
Ah, ein Gedanke. Ein verrückter Gedanke. Schau mal, die verrückten Gedanken von mir. Oder die unwahrscheinlichen Gedanken. Würde jemand anders sagen oder hat jemand schon gesagt. Die auch nicht alle meine sind. Ja? Die sind auch in mir zum Vorschein gekommen. Warum auch immer die zum Vorschein kommen. Es ist der reine Selbstausdruck, der da zum Vorschein kommt. Und ihr habt das auch. Ihr habt das auch. Ihr wisst das selber. Ihr habt viel, viel mehr in euch. Und in dem Moment, wo ihr danach sucht, seid ihr im Prinzip auf dem richtigen Weg. Doch genauso gut auch schon auf dem falschen, weil ihr sucht. Weil ihr Suche immer etwas ist, das nach außen projiziert werden muss. Scheinbar. Das bringt das Wort mit sich. Wenn ich suche, dann gucke ich überall rum und so. Das heißt, ich gucke nicht nach innen. Ich muss auch nicht nach innen gucken, weil alles, was wahrgenommen wird, selbst mein Innen, ist eine äußere Projektion. Ich muss einfach wissen, ja, ich muss. Auch wenn jetzt sonst manche sagen, du musst gar nichts, ich muss gar nichts. Nein, musst du nicht. Aber um zu erkennen, was wirklich abgeht, wäre es den Versuch wert, still zu sein und zu erkennen, dass du nicht Stille finden musst, sondern zu erkennen, dass du still bist. In diesem Sinne.